Hallo, ich begrüße euch zu diesem Tutorial. Septakkorde Part 2. Septakkorde sind daher so wichtig, da sie in vielen Musikrichtungen vorkommen. Blues ohne Septakkorde ist zum Beispiel kein Blues. Aber auch Jazz, Funk und Latin verwenden häufig Septakkorde. Der Grundton wird häufig mit der linken Hand gespielt, wie auch in diesem kleinen Tonbeispiel, welches sich ausschließlich aus Septakkorden zusammensetzt. Tja, was genau sind denn Septakkorde? Septakkorde sind Vierklänge, die aus einem Grundton, einer Terz, einer Quinte und einer Septime bestehen. Grundton, Terz und Quinte bilden den Grundakkord oder Dreiklang. Grundton, Terz, Quinte und Septime bilden den Septakkord oder Vierklang. C-Maj 7 zum Beispiel besteht aus einem Grundton, einer Terz, einer Quinte und einer Septime. Bei C-Maj 7 handelt es sich um eine große Septime. Man unterscheidet zwischen einer großen Septime und einer kleinen Septime. C, E, G und B bilden C7, eine kleine Septime. C, E, G und H bilden C-Maj 7, eine große Septime. In Part A ging es ausschließlich um kleine Septimen. Hier die Verlinkung. Bleiben wir mal bei C-Maj 7. Wir spielen C, E, G und H. C, E, G und H. Und mit der linken Hand, wie besprochen, den Grundton, also C. Den Grundton spielen wir mit der linken Hand, C. Die große Septime H spielen wir eine Oktave tiefer. Spielen mit der rechten Hand also eine Umkehrung. Hier ein Link zu einem Clip mit Umkehrungen. Der nächste Akkord wäre D-Moll 7, bestehend aus D, F, A und C. Der Grundton D wird wieder mit der linken Hand gespielt und C spielen wir mit der rechten Hand eine Oktave tiefer. Der nächste Akkord wäre E-Moll 7. E, G, H und D. D, die kleine Septime, wieder eine Oktave tiefer. Und den Grundton spielen wir wieder mit der linken Hand, also in dem Fall E. Das Prinzip ist immer das gleiche. F-Maj 7. F, A, C, E. Wobei wir die große Septime jetzt da belassen, wo sie ist, und dafür das A eine Oktave höher spielen. Das wäre also eine andere Umkehrung. Hier spielen wir also eine andere Umkehrung. Das A eine Oktave höher. Also, F, A, C und E wäre F-Maj 7. E die große Septime belassen wir dort, wo sie ist. Dafür spielen wir das A eine Oktave höher. Okay, so viel also zum Thema Septakkorde, wie sie aufgebaut sind und wie man sie mit Hilfe von Umkehrungen spielen kann. Fassen wir hier nochmal zusammen, welche Akkorde wir bisher gelernt haben. Für Part A haben wir gelernt C-Maj 7, D-Moll 7, E-Moll 7, den Septakkord A-Moll 7, F-Maj 7, D-Moll 7, E-Moll 7 und G11 als einziger Ausreißer. So, das war also Part A der kleinen Übung. Part B setzt sich eigentlich aus denselben Akkorden zusammen, nur in anderer Reihenfolge gespielt und mit anderen Umkehrungen. Okay, so viel also zum Thema Septakkorde.
Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Septakkorde etwas näher bringen. Wie gesagt, schaut euch auch ruhig nochmal Part A Septakkorde an, sowie natürlich auch Umkehrungen. Hier nochmal die Verlinkung. Ja, apropos Link. Die linke Hand könnt ihr natürlich auch anders spielen. Ich lade auch nochmal ein Video hoch, wo ich euch zeige, wie ihr mit der linken Hand oder was ihr mit der linken Hand noch so spielen könnt. Jetzt hier nochmal das Stück. Langsam gespielt. Viel Spaß beim Üben. Okay, das war also Part A. Jetzt kommt noch Part B. Wie gesagt, ihr müsst das nicht genauso spielen, auch wenn ihr nie Akkorde spielt, das klingt auch ganz gut. Slow Motion Part B. Okay, das war also Part B etwas langsamer gespielt. Jetzt kommt natürlich nochmal als Finale das Originaltempo und Part A und B zusammengespielt. Ja. Wie gesagt, ihr müsst das nicht genauso spielen. Spielt einfach mal die Akkorde durch, kriegt einfach mal oder bekommt einfach mal auch ein Feeling für Septakkorde, die wirklich in der Rock-Pop-Musik sehr, sehr wichtig sind. Und halt wirklich noch das gewisse Etwas reinbringen. Wie gesagt, zur linken Hand, da lade ich auch nochmal ein Tutorial hoch, was man da so spielen kann. Ich habe diesmal auch noch eine Spur für den Fingersatz mit hinzugefügt. Sprich also, ich spiele hier auch nochmal live mit, damit ihr einfach mal ein Gefühl bekommt, wie sieht das aus vom Fingersatz her. Viel Spaß!